Einen recht schönen guten Mittwochmorgen, der 7. Juni, wünscht euch der Bauer Hausi. Ich bin da am Heuwenden, wende das einmal und dann am Donnerstag nochmals wenden und am Freitag Rundballen machen. Und Spritze füllen. Und Reparatur. Das Holz wollte rausfallen aus dem Fass, aus dem Rahmen. Ja, heute Abend wird wieder gespritzt, wenn der Wind nachlässt. Zwiebeln und die Kartoffeln Erika in den Zwiebeln kommen, Hirsen, Gräser und in den Kartoffeln Erika, Hirsen. Dann spritzen wir dann zuerst den Gräsermittel und dann haben wir Kartoffelkäferlarven bereits jetzt und in den Kartoffeln werden dann diese auch noch gleich bekämpft. Das ist das Programm für heute Abend, nachdem der Wind abgegeben hat. Das wird 8 Uhr sein, denke ich, bis wir starten können. Aber wir machen jetzt alles bereit. 6 Uhr, nachher Nachtessen und um 8 Uhr geht's los. Wieder mal bewässern. Diesmal die volle Kanne nasse. Ja, das hat da erfrischt. Die Sonnenblumen bekommen da ein bisschen Wasser. Die Zwiebeln werden gegen Gräser gespritzt. Ja, liebe Freunde, einmal fährt nicht der Bauer Hausi, der Bauer Simon ist am Steuer, der Sven 311 vom Fertigspritze. Hier spritzen wir auch gegen Hirsen und gegen die Larven des Kartoffelkäfers. Wir haben da
heute Morgen Kartoffel erlesen, sind Saatkartoffeln, kranke Stauden gesucht und wir haben festgestellt, dass sehr viele Kartoffelkäfer, die Eiablage hat stattgefunden und bereits Larven geschlüpft. Also heißt das, wir spritzen bereits gegen die Larven des Kartoffelkäfers. Und der 714er im Gegenlicht. Ja, und auf den letzten Metern, wir konnten den Balken nicht mehr zusammenlegen. Die Elektronik hat da irgendwann versagt. Wir mussten den Traktor draußen stehen lassen und der muss morgen repariert werden. Also schon wieder eine Panne. Ich wünsche euch einen schönen Tag und ihr werdet erfahren, wie da die Reparatur ausgegangen ist, wo das Problem war. Also auf morgen. Tschüss zusammen. Ciao, ciao.